Der Hof von Familie Harrer liegt auf 700 Meter Seehöhe in Hohenau bei Passail. Die Ziegenhaltung und Heumilchproduktion sind die beiden wichtigsten Standbeine für die Familie. Das ist nämlich die Grundvoraussetzung, dass man einen Käse in der Art überhaupt herstellen kann. Da darf man nur reine Heumilch produzieren. Das heißt, wir füttern bei unseren Ziegen ausschließlich Heu, Gras und ein bisschen Getreide dazu. Die meiste Arbeit am Hof fällt für Elisabeth an, seit ihr Mann im Nebenerwerb arbeitet. Ja, in der Früh aufstehen, Frühstück richten, Jausen richten für meine Leute. Dann gehe ich in den Stall, versorge meine Ziegen. Ziegen werden gemolken, gefüttert. Dann gehe ich die Kabeln aufsperren, bitte den Herrgott um einen guten Tag. Für die Bündner Strahlenziegen und Sahnenziegen gibt es am Hof der Harrers nichts zu meckern. Gartenarbeit und am Abend ist wieder das Gleiche. Quasi Ziegen versorgen, Kapelle zusperren, Danke sagen für den guten, schönen Tag. Bei der Ziegenbauernfamilie scheint alles nach Plan zu laufen. Auch um die Zukunft des Hofes brauchen sich Elisabeth und Hans keine Sorgen zu machen. Gott sei Dank haben wir so brave Kinder und Fleißige, die uns tatkräftig unterstützen. Und wie es ausschaut, dürfte man auch einen Hofnachfolger dabei haben. Ja, also der nächste Bauer, der wie ich? Nein, der wie ich. Und was ist mit mir? Ja, ich.